hier oben wollen wir jetzt einen anderen Schalthebel draufzeichnen, weil sich das Modell vielleicht irgendwie in der Zwischenzeit geändert hat. Das, was wir eigentlich zeigen wollen, ist, wie Sie damit umgehen, etwas zu illustrieren, Maße einzugeben und das Ganze so aufzubauen, dass Sie später auch eine Illustration haben. Ich mache es gern so, dass ich dann auch die Seite zeige. Da haben wir ja unsere Inhalte drin und ich arbeite dann gerne mal so daneben und dann können wir es einfach nachher drauf kopieren, weil wenn Sie etwas schon drin liegen haben und Sie klicken dann zufällig dahin, dann kann das sein, dass Sie das irgendwie verschieben und es muss dann ja nicht sein. Das können wir hier schnell rückgängig machen. Zack. Also baue ich mir daneben was auf und wir wollen jetzt hier ein Teil so nachzeichnen, wie es jetzt in der aktuellen Version aussieht. Das sehen wir jetzt erstmal nicht, was dabei rauskommt, deswegen begleiten Sie mich einfach mal daran, wie ich das Ganze zeichne. Nehmen wir mal an, ich zeichne jetzt hier mal das erste Rechteck und das soll dann 30 mal meiner berühmten 12 sein. Ich möchte jetzt keine proportionalen Maße eingeben, deswegen deaktiviere ich hier dieses kleine Schloss, das das Seitenverhältnis sperrt. Und in dem Fall kann ich dann die 30 mit dem Tab springe ich eins weiter und die 12 eingeben. Und wenn ich dann die Enter-Taste drücke, dann habe ich ein Rechteck, das diese Maße hat. Technische Illustration macht ja durchaus Sinn, dass man da mal ein festes Maß eingibt. So. Jetzt holen wir uns diesen Cursor und jetzt kann ich mit dieser Tastenkombination STRG D kann ich das Ganze wieder duplizieren und dann habe ich auch ein Duplikat darauf liegen. Ich gehe hier mal in diese Objekte zurück, wo wir das Markierte sehen, das scrolle ich mal nach oben. So, jetzt haben wir hier zwei Rechtecke. Das schiebe ich jetzt mal nach unten und ich kann währenddessen die STRG-Taste gedrückt halten. Dann springt das Ganze in eine vertikale Ansicht, wie so auf Schienen, und ich kann das quasi direkt vertikal nach unten verschieben. Das lasse ich hier mal so fallen und lasse diese STRG-Taste los. Und dann habe ich das Ding jetzt zwar mit richtigen Maßen versehen, aber ich habe es nach unten verschoben, so wie ich das visuell gern möchte. Das heißt, Sie haben beide Möglichkeiten, entweder alles über Maße zu machen oder auch visuell zu arbeiten. Manchmal kommt es ja einfach nur darauf an, dass man das Prinzip erkennt. Sie könnten das auch hier verschieben und dann einfach sagen, Sie möchten es um den Betrag so und so verschieben. Das Schöne ist jetzt, das Duplikat als Erstellung und das Verschieben wird, solange das Teil noch selektiert ist, als Ganzes erkannt. Und wenn ich jetzt nochmal STRG D drücke, wird mir das Ganze darunter nochmal angeordnet. Und so habe ich jetzt eine saubere Anordnung von drei Elementen, die schön sauber untereinander liegen. Das ist schon mal ein Ausgangspunkt für unser Teil, das wir jetzt gerne illustrieren wollen. Wir werden gleich sehen, was dabei herauskommt. Ich benutze jetzt dieses Teil, um ein größeres Rechteck zu erstellen, das dann da drumherum gezeichnet wird. Dazu drücke ich wieder STRG D, eine meiner Lieblingsfunktionen, und mit gedrückter Shift-Taste ziehe ich das ein bisschen zusammen. Und hier mit gedrückter Shift-Taste nach oben. Es soll so ein Schlitz entstehen, der dann so Einhakelkanäle hat, die wir hier haben. Werden wir aber gleich sehen, was dabei rauskommt. Wir brauchen also eine Form, die quasi so aussieht, wo nachher dieser Schaltknauf drin rumgleiten kann, ähnlich wie die einzelnen Gänge beim Auto mit Schaltgetriebe. Um das zu erzeugen, könnten wir natürlich jetzt wieder unser schönes Löschtool nehmen und hier die ganzen Einzelheiten alle rauslöschen, dass quasi diese Kontur übrig bleibt. Oder wir machen das anders. Wir benutzen wieder unser Selektierwerkzeug. Dann gehen wir hier in ein Undock-Fenster, Form. Sie erinnern sich, wenn es nicht da ist, auf das Plus klicken. Da können Sie es dann auswählen. Da wäre es dann irgendwo dabei. Und weil wir es schon geöffnet haben, klicken wir einfach nur drauf, aktivieren das Ganze und da kann ich dann verschiedene Operationen auswählen. Da kann ich das entweder zuschneiden, eine Schnittmenge bilden und da sieht man dann hier auch immer ein erklärendes Bild dazu, das mir das anzeigt und dergleichen. Was wir machen wollen ist, wir wollen das Ganze jetzt verschmelzen und uns quasi einiges an Arbeit sparen. Dazu haben wir das Ganze schon ausgewählt. Wir haben hier verschiedene Optionen. Das lassen wir erstmal so, wie es ist. Und hier kommt Ziel anzeigen. Klicke ich drauf, gehe auf eins dieser Elemente mit diesem Cursor, der das jetzt zeigt.
Und da wird jetzt ein neues Element erstellt. Der Beweis, wir ziehen es zur Seite und das Ganze wurde quasi als Kontur hier erstellt. Schneller geht's nicht, das hängt alles zusammen. Es ist auch füllbar. Ich klicke mal wieder auf mein Gelb hier. Da sehen Sie schon, dass ich Farbe hinzufügen kann. Klicke ich hier oben drauf mit der linken Maustaste, ist die Farbe wieder weg. Und so haben wir dieses Teil dann erzeugt. Das Ganze hat auch wieder einen Zentrumspunkt. Und bei dem machen wir das jetzt so, wir holen uns mal ein neues Rechteck, suchen diesen Zentrumspunkt, wenn wir ihn nicht finden, nehmen wir wieder diese Taste C, dann schnappt es da wieder deutlicher rein und dann ziehen wir das Ganze auf und dann sehen wir jetzt, es geht von oben links nach oben unten rechts und wenn ich jetzt aber wieder die Shift-Taste drücke, kann ich das Ganze dann quasi vom Zentrum auf aufziehen. So, das lege ich da mal drumherum und lasse es einfach fallen. Und auch in diesem Fall sind mir die Maße egal, ich könnte die jetzt hier nochmal einstellen, aber ich lasse das jetzt einfach mal so. Um das Ganze jetzt in ein bestimmtes Teil zu verwandeln, jetzt haben wir ja immer noch hier ein Rechteck rumliegen, wo dieses Teil ist und die beiden Elemente, die wissen quasi nichts voneinander. Deshalb habe ich das mal eben rückgängig gemacht und jetzt ziehe ich wieder mein Rechteck drumherum auf. Ich gehe mal zurück in die Objekte und da sehen wir, dass diese beiden Elemente quasi selektiert sind. Da klicke ich jetzt mit der rechten Maustaste drauf und wähle Kombinieren. Ich nehme nicht Gruppieren, da werden die Elemente mit zusammengefasst, als würde man sie in eine Schachtel packen. Beim Kombinieren ist es so, dass wir sie quasi zusammenkleben und es wäre jetzt so, als wäre es ein Blech, wo das in der Mitte ausgestanzt ist und genau das wollen wir. So, das Ganze ist kombiniert. Und da haben wir auch kein Häkchen davor, dass wir das aufklappen können, wie hier bei der Gruppe, weil es nämlich ein Teil ist, das aber in der Mitte ein Loch hat. Ganz wichtig, kombinieren und gruppieren immer auseinanderhalten.